Ja, ich bin der Hans-Peter Tauber, bin seit 23 Jahren Ochsenwirt für Bilstein. Ja, Gäste sind eigentlich das von früher her schon, von unserem Vorgänger schon gewohnt. Die Tradition, die Kreativität, die Regionalität. Das zusammen schaffen mit der Bauern, das zusammen schaffen mit Vorarlberger. Ja, das schätzen sie schon sehr, wie die alljährliche Schlachtpartie zum Beispiel. Das hat schon im Ochsen eine ziemlich lange Tradition. Wir versuchen schon zum Regional-Einkaufen. Wir haben im Bildstein 36 Bauern. Ungefähr die Hälfte Haupterwerb, die Hälfte Nebenerwerbsbauern. Und die sagen mir, die kommen auf mich zu und sagen, wenn sie wieder was Frisches haben, wenn sie wieder schlachten oder so. Und das ist schon ganz eine tolle Sache. Wir versuchen zum gut bürgerlich kochen. Und sonst versuchen wir ja mit unserer Speisekarte einfach alles abzudecken. Ein bisschen Tradition, ein bisschen Regionalität, ein bisschen neu. Das Ganze zum Verbinden. So Verknüpfung verschiedener Faktoren. Und das klingt uns, glaube ich, ganz gut. Das ist uns die letzten Jahre ganz gut gelungen. Wir machen jedes Jahr zum Beispiel einen Musiksommer, wo wir den Leuten ein Musikveranstaltungen bieten. Wir haben jedes Jahr Ensembles von der Wiener Symphoniker zum Beispiel da, wo Konzerte machen im Ochsengarten oder im Pfarrsaal, Schrammelquintett, Barockensemble, die dann auch in der Kirche spielen, die dann nachher natürlich auch in Ochsen kommen und einkehren, und das macht immer großen Spaß. Nebenbei haben wir noch Volksmusikveranstaltungen, also Blasmusikveranstaltungen. Wir machen jeden Mittwoch haben wir Live-Musik im Garten draußen. Und ja, das warten eigentlich die Leute schon immer sehr drauf. Durch das unserer Vorgänger, der Alfons Gasser, schon vor Hamburger ausgeschenkt hat, war das für mich auch keine Frage, um da mit Vorarlberger weitermachen. Und ich muss sagen, ich bin die ganzen 23 Jahre also toll aufgenommen worden bei Vorarlberger, und ich schätze das schon sehr, die Partnerschaft mit Vorarlberger. Sie bemühen sich, sie sind immer für einen da, wenn man was braucht, wenn man einen braucht. Und das schätze ich schon sehr, und das möchte ich auch so weiter beibehalten. Ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass sich das wieder ein kleines mehr jetzt etabliert. Die Stammtische, die Freitagsstammtische, die Jasser-Stammtische. Wir sind doch ein Dorf, wo sehr weit verzweigt ist. Wir haben 38 Parzellen bei uns im Dorf. Und sie kommen dann da von aller Parzelle, kommen sie dann zusammen in der Wirtschaft, genauso wie im Lädeli. Wir haben ein Lädeli dabei bei unserer Wirtschaft. Das schätzen sie eigentlich jetzt wieder immer mehr. Ja, da sind wir in der glücklichen Lage, durch das wir an einem der schönsten Plätzle, das Fradelberg, unser Gasthaus her dürfen, dass doch sehr viele Gäste im Sommer von der ganzen Welt und von Wien anlässlich der Bregenzer Festspiele zu uns Bildstein aufkommen. Vor ein paar Jahren ist der Bundespräsident da gewesen, mit der ganzen Landesregierung. Also ich muss sagen, es ist schon eine ganz große Geschichte, wenn die akut, obwohl wir versuchen, dass wir alle Gäste gleich behandeln, ist das schon ganz was Besonderes, wenn der da mit der Landesregierung da hochkommt. Das ist natürlich ein großer Aufwand mit Security und mit Motorrädern. Da ist gesperrt und alles miteinander. Das war also schon eine große Herausforderung für die ganze. Aber er hat sich dann, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Und das war, glaube ich, auch einer der schönsten Abend in einem Jahr. Mal, wir haben dann vom Landeshauptmann eine ganz tolle Rückmeldung gekriegt, ein ganz tolles Schreiben, wo er sich noch einmal bedankt hat. Und hat unser Staatsoberhaupt auch Vorarlberger probiert? Natürlich hat er Vorarlberger probiert und nicht mehr sowas. Ich habe Gott sei Dank ein tolles Team, das mich unterstützt, weil ohne dem würde es auch nicht gehen, dass man gerade zu drei Sachen dazuschauen muss. Und ja, ein tolles Team im Lädeli, ein tolles Team im Saal und ganz ein tolles, ein wichtiges Team im Gasthaus. Und das ist einfach das, was zählt, weil allein geht es einfach nicht. Ich möchte schon ein paar Jahre Wirt sein. Ich tue es immer nicht gern, und Wirt muss man gern sein, weil sonst hat es einfach keinen Sinn, dass man Wirt ist. Das muss man gern tun, weil dazu steckt einfach zu viel dahinter. Man ist einfach zu lange im Geschäft und zu lange im Betrieb. Da muss man einfach mit Leib und Seele dabei sein und mit Herz.